Und zwar, ich wollte mal ein bisschen was erzählen über wie Xorg eigentlich Keyboards konfiguriert. Aus dem Grund, dass das für mich immer so ein Hort von dunkler Magie war irgendwie. Also es gibt irgendwie so Config-Files, da kann man so ein bisschen reingucken. Ja, aber so richtig klar, wo da irgendwie der Anfang ist und wie das alles irgendwie so wirklich gut funktioniert, war mir lange Jahre nicht. Dann war ich irgendwie unzufrieden mit meinem Keyboard-Layout und habe ja auf DoraCast umgestellt und später noch anderen Kram umgemappt. Und das war immer so ein bisschen Frickel, Frickel, ausprobieren, mal gucken. Und irgendwann wollte ich noch mehr Character-Sets haben, damit ich zum Beispiel auch hier irgendwie sowas drücken kann, Alpha und Beta und Gamma für meine Doktorarbeit oder oh, schön, dieser Font hat das nicht mal. Oder irgendwie nummerierte Dinge oder Checkmarks, die man manchmal irgendwie für Internet-Posts braucht oder all solche Sachen. Dann dachte, das müsste eigentlich auch gehen. Dann habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und dann hatte ich gedacht, dass ich schon ziemlich gut verstanden habe. Und dann dachte ich mir, dann kann ich jetzt einen Vortrag erzählen. Dann habe ich mich noch mehr damit beschäftigt, weil ich festgestellt habe, dass ich doch nicht alles verstanden habe. Und kann euch jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, willkommen zu der verrückten Welt von X11 Keymaps. Also erstens, diesen Artikel gab es damals, als ich mich so vor ein paar Jahren damit beschäftigt habe, noch nicht. Der ist sehr gut, meiner Meinung nach. Arch Linux Wiki hat einen relativ vernünftigen Intro-Artikel zu, ja, ich habe hier irgendwie ein Keyboard an meinen X-Server gehängt und ich möchte das irgendwie so konfigurieren. Der erklärt ein bisschen mehr als nur, ja, du kannst hier irgendwie deine Language auswählen. Den fand ich tatsächlich relativ gut. Insbesondere haben sie diesen wunderhübschen Befehl da drin, den ich auch bis dahin nicht kannte. Der dumpt einfach die aktuelle Keyboard-Config raus. Und zwar quasi die fertig interpretierte. Also alles, wie es zusammengesteckt und konfiguriert wurde und so, kommt quasi am Ende da raus. Was zum Rumspielen ziemlich cool ist, dann kann man sie nämlich einfach ändern und damit wieder reintun. Und dann kann man halt sein Keyboard erstmal ausprobieren und im schlimmsten Fall muss man halt seinen Rechner rebooten, wenn der X-Server irgendwie nicht mehr Keyboard richtig verarbeiten kann, aber naja, oder man hat einen SSH. Ja, und es gibt, das habe ich nämlich schön, also dieses hier ist älter. Da hat jemand. Ja, die Notwendigkeit erkannt, dass er gerne Doku zu XKB gehabt hätte, um sie zu lesen, festgestellt, dass es sie nicht gibt und sie daraufhin geschrieben. Aber er ist quasi extern, so wie ich es verstanden habe. Er ist selber nicht der Entwickler von dem Kram, sondern hat versucht zu verstehen, was da drin passiert und wie man es benutzt. Und das quasi wieder aufgeschrieben. Das ist relativ, also ich glaube deshalb relativ gut verständlich. Das Problem ist, das Thema, was er da versucht abzuhandeln, ist halt super komplex und historisch gewachsen. Und das merkt man auch so ein bisschen bei der Config. Ja, und dann gibt es, zumindest unter Debian, da wo ich es weiß, liegen die ganzen Config-Files in User Share X11 XKB. Ich weiß nicht, wie es unter Arch oder was es noch so irgendwie Ubuntu oder so gibt, aber wahrscheinlich liegt es immer so ähnlich. Ich glaube, unter Debian ist es ähnlich. Ja, unter Debian ist wie unter Debian, aber unter Arch oder so wäre spannend. Oder Ubuntu. Wo muss ich nachschauen? Ne, ich bin auf Debian. Also, ich habe den User Share X11 XKB. Keine Ahnung. Geben Sie aber, ja, das ist gut. Wichtig. Ja, Ja, doch, ist richtig. wenn Sie Play machen wollen. Ja, okay. Ja, okay, wo ist quasi der Anfang? Also, irgendwo hat man eine Xorg-Conf. Da gibt es irgendwie so ein Section-Input-Device normalerweise. Da steht es irgendwie drin: Ja, hallo, ich bin so ein Keyboard, ich habe auch einen Index, weil, falls ich mehrere habe. Ja, ich benutze irgendeinen Treiber. Und hier habe ich mir irgendwie ausgesucht, was da so an Optionen irgendwie in dieses Keyboard dran soll. Also, es hat irgendwie ein Layout. Das heißt normalerweise ENOS oder sowas, aber mir ist das, weil ich das umgefrickelt habe, Reflow und das hat auch noch eine Variante. Die könnte ich eigentlich auch irgendwie nennen, aber das ist halt irgendwie Dvorak und Programmers Keys. Es gibt ein Model und es gibt hier irgendwie eine Options, die man angeben kann. Da kann man etwas reinschreiben. Die ist rein fiktiv, aber es gibt diese Option in der Xorg-Config, deshalb dachte ich, ich tue sie auch mal rein. Da hörst du sowas wie No-Dead Keys oder so hin. Ja, genau, also es gibt keine Fancy-Option, aber genau, No-Dead Keys oder irgendwie Escape is Caps Lock. Genau, alles Mögliche. Ja, so wie kommt man jetzt quasi von. Also, die sind ja so lustige Strings auf der rechten Seite. Wie werden diese Strings eigentlich zu einem Mapping zwischen diesen physikalischen Tastern und, naja, was die verschiedenen X-Applikationen so damit anfangen wollen? Wenn man das Ja. übrigens nicht in seiner Xorg-Config machen will, kann man das auch über ZXKB oder so Map oder so machen. Ja, Ja. das ist der wichtigste Befehl, wenn man an andere Leute Computer Ja, setzt. genau. ZXKB Map US, Dankeschön. Wenn du ZXKB Map eingeben kannst. Ja, aber ist meistens ist der Tipp. Fall, die haben immer nur deutsches Layout. Und dann musst du danach dran denken, wieder zurückzustellen, weil Ja. sonst sind sie Bin verwirrt, weil verwirrt. sie nicht mehr tippen können. So, was mir lange Zeit völlig unklar war, ist, wie aus diesen Optionen eigentlich. Ich mache das gerade mal auf User Share.
sieht ja hübsch aus. Genau, da gibt es entweder einen Compat in Geometry, Keycords, sorry for Syntax, kann ich das ausschalten? Ja. Rules, Symbols und Types. Und in Symbols gibt es dann hier irgendwie ja 3000 Dinge. Das meiste sind irgendwie Language Codes, aber zwischendurch ist auch sowas wie Caps Lock oder Compose. Und da stehen irgendwie Dinge drin. Und was mir nie so ganz klar war, lange Jahre, ist, wie eigentlich aus diesen Strings hier rechts quasi jetzt dieses Symbols-File ausgewählt wird. Stellt sich raus, es gibt ein Verzeichnis im XFB, das heißt Rules. Und da drin gibt es wiederum jede Menge Rules, insbesondere Rule Space. Und das mappt über eine Sprache, die wir gleich noch kurz sehen, das sind in Auszügen, diese Dinge zu anderen X-Optionen im Prinzip, die man auch direkt setzen kann, wenn man unbedingt möchte. Die nämlich sagen, bitte benutze folgende Keycode-Definition, bitte benutze folgende Key-Typ-Definition, bitte benutze folgende Compatibility-Dingsies, bitte benutze folgende Symbols-Definition und bitte benutze folgende Geometry-Definition. Und dieses Rule-Space-Ding sagt quasi, wie kommt aus einer Tastatur mit Layout-Reflow-Variante Dvorak-Proc-Model PC105 und mit dieser Option dieses Kram hier zustande. Welches habe ich hier? 02. Die Options werden nicht geparst. Was meinst du mit geparst? Oh, das Fancy taucht unten nicht wieder auf. Ja, weil not real data didn't find out what it was. Also okay. Ja, das, also in Wirklichkeit, ist irgendwo. Ja, das kann irgendwas passieren im Prinzip. Das sehen wir gleich. Also das könnte theoretisch auch Basic plus PC plus ISO 995 plus no repeat werden, wenn irgendwo in Rule Space das Richtige mit Fancy passiert. Ah, okay. Habe ich das hier irgendwo offen? Vergessen. Ich mache das mal gerade auf. User share x11 xkb rule space. Naja, it was auto generated. Die Kommentare sind auch total gut. Das ist nämlich alles auch schon älter. So, das ist irgendwie so eine nicht näher spezifizierte Sprache, die offenbar Variablen oder sowas definiert. Also, ich habe darüber keine Doku gefunden, aber diese Datei kann man sich halt angucken. Und hier wird ganz viel so Matching-Kram gemacht. Steht irgendwo, do not touch this. Ja, ganz oben. Ja, genau, do not edit this file. Die Copyright ist 96. So, und die, das ist alles noch so Präambel irgendwie. Und dann geht es nämlich hier los. Da steht, mappe quasi Model-Dinge auf Keycode-Definition. Und wenn das Model irgendwie Amiga ist, dann ist es irgendwie Amiga.de. Wenn es empty ist, dann ist das Model, ist Keycodes auch empty. Und wir erinnern uns, Model ist, hier, ist dieses Ding hier und Keycode wird halt hier unten dieses da. Oder das Layout wird dann halt irgendwie, wenn ich ein Layout mit irgendeinem von diesen Acerti-Layouts habe, wie die oben definiert sind, bei diesem Dollar, jetzt, guck mal, ob da ist zum Beispiel so eine Definition, dann, wenn es irgendwie so ein Acerti-Layout ist, dann muss ich bei den Keycodes noch Aliases Acerti mit reinmergen irgendwie. Und ich nehme mal an, das gibt dann tatsächlich auch ein User x11 xkb keycodes aliases und da drin gibt es ein Acerti, würde ich mal hoffen. Ja, genau. So, und diese Definitionen werden dann da halt irgendwie reingemerged an der Stelle in die Keycodes-Konfiguration. So, und auf ähnliche Weise. Na, hier kann man halt mit irgendwelchen Options kann man dann da was reinmergen. Es gibt auch größere Tabellen. Also irgendwo unten gibt es so eine Monster-Tabelle. Also für jedes Model, das irgendwie Ben-Layout hat und Basic-Variant, ist es halt irgendwie PC plus in Ben. Und ja, on it goes quasi. Das ist irgendwie völlig arbiträr definiertes Mapping, was halt Dinge mappt. Die Zeile mit dem Ausrufungszeichen ist nur Kommentar, nee, oder? Nee, das ist Headers. Das hier bedeutet quasi, matche diese Spalte gegen die Model-Option, also weiß ich nicht, aber ich vermute das stark, matche diese Spalte gegen die Model-Option, diese Spalte gegen die Layout-Option und definiere quasi die Symbols-Config. Ah. Denn es gibt halt diese gleiche Zeile ja, mit unterschiedlichen, ja. Mit unterschiedlich vielen Spalten. Das kann also kein Kommentar sein eigentlich. Ja. Und aus dem Ausrufezeichen ist irgendwie, Kommentar ist ja hier sowas. Ja. Also zum Beispiel Option wird halt hier auf Keycode-Kram gemappt, aber es gibt, oder hier Model und Layout. Bei den X-Resources-Files zum Beispiel sind ja Ausführungszeichen, Zeilen, Kommentare, ja, aber deswegen. Aber nee, du hast recht, es muss so. Also hier zum Beispiel Model und Layout wird auf Geometry, aber hier wird nur Model gematcht, so, das ist halt super auffällig. Na gut, das ist halt hier so ein total arbiträres Mapping, das historisch gewachsen ist. Also das, man kann auch irgendwie noch so Variablen machen. Das ist, glaube ich, die Variant und es gibt auch %M, das ist irgendwie das Model.
Wenn man so allgemeine Definitionen, es gibt irgendwo unten auf die Sternzeilen, vielleicht finde ich immer eine. Genau, wenn es irgendwie alles nicht gematcht hat, dann ist es halt irgendwie PC plus der Layout irgendwas davon und plus die Variante irgendwie davon. So, voll übersichtlich. So, aber das mappt quasi, also das erklärt, wie man von diesen Strings, die völlig beliebig sind, in die REST-Config quasi überhaupt reinspringt quasi. Also die können halt irgendwie eine Zusammensetzung der REST-Config definieren. Wenn ich jemanden. So, dann haben wir jetzt Keycode-Definition. Zum Beispiel x386, das ist quasi so die Base-Keycodes, die irgendwie alle benutzen. Die definieren erstmal, welche minimalen, maximalen Keycodes kommen denn aus der, so dieser Tastatur überhaupt raus. Also ein Keycode ist quasi, also philosophisch betrachtet, es ist einfach die physikalische Tastennummer, die die Tastatur so empfunden hat, als man gedrückt hat. Naja, es gibt halt sehr, sehr viele technisch fast identische Tastaturen, die aber unterschiedliche Aufdrucke haben. Und die senden halt immer für die Taste oben links Keycode, was auch immer, 8 oder 10 oder so. Und das ist halt unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie mit Schweizer Buchstaben oder französischem Layout Buchstaben oder vielleicht auch für China oder Japan irgendwie gelabelt wurde. Diese, also praktisch ist es so, dass diese Keycodes relativ konstant sind zwischen verschiedenen Tastaturen. Im Prinzip kann natürlich die Tastatur auch mappen, wie sie will, ist ja klar. Ich meine, aber die Kommunikation zwischen Tastatur und PC ist halt einfach nur so eine Nummer. Und diese Keycode-Definition vergeben jetzt im Prinzip diesen Nummernamen, damit man die halt später irgendwie benutzen kann. So, Tilde ist halt der Key, der auf quasi allen Tastaturen eine Tilde enthält. Dann fangen hier irgendwie mehr Alphanumeric Tasten 01 so. Das ist halt die Taste wahrscheinlich, auf der üblicherweise entweder das die links neben der 1 oder so, ich weiß nicht genau. Und dann geht es halt lange, lange, lange weiter. Es sind einfach so super viele Alias-Definitionen, die sagen, ja, wir vergeben jetzt für die Nummer 15 halt irgendeinen Namen, den man ein bisschen besser verstehen kann als 15. Nicht so viel besser, aber zum Beispiel im Fall von Tilde macht es ja sogar Sinn. So, damit kommt man zu Keycodes. Dann definiert man irgendwie, welche Arten von Keys gibt es überhaupt. Das hat den Zweck, dass man nachher relativ oder gruppiert darüber reden können möchte, dass zum Beispiel Caps Lock auf Buchstaben funktioniert, aber nicht auf Zahlen. Dafür kann man solche Key-Types definieren, die zum Beispiel sagen, ich habe hier so ein Two-Level-Ding, das benutzt nur Shift-Modifier, also interessiert sich nur für Shift-Modifier, das hat halt zwei Layer quasi, den Base-Layer und den Shifted-Layer, und der, wenn ich halt nur den Shift-Modifier gedrückt habe, dann benutze ich halt Level-2-Layer. Das hat hier auch so einen Namen, wo der wieder auftaucht, habe ich niemals herausgefunden. Oder zum Beispiel Alphabetic-Layer, Alphabetic-Key-Type benutzt, interessiert sich halt für Shift, aber auch für Lock. Und egal, ob ich Shift gedrückt habe, ob ich Shift gedrückt halte oder ob der Lock-Modifier momentan gesetzt ist, wird es halt in jedem Fall Level 2. Und später sind halt zum Beispiel die Zahlen, sind vielleicht Two-Level, aber die normalen Buchstaben sind Alphabetic-Type. So wird es auseinanderklamüsert. Mhm. Mhm. Das heißt, im Prinzip map diese Types-Definition, vergibt quasi Namen für, also, ne, vergibt Namen für Verhalten von Keys unter Modifiern. Und sagt auch, wie viele verschiedene Level sowas haben kann. Was braucht man noch? Da braucht man noch eine Geometriedefinition, die ist komplett unnütz. Die dient ausschließlich dazu, bei einigen User-Interface-Config-Dingern quasi eine Tastatur zu malen. Damit die Leute verstehen können, wie die Tastatur aussieht. Ja, gibt es ein Tool, was das tatsächlich gibt? Ja, gibt wohl. Ich habe das noch nie benutzt, aber es ist in der Doku in dieser. Ja, ich habe genau das neulich gesucht und nicht gefunden. Doch, es gibt das. Also es gibt ein Tool, was das benutzt. Da sitzt irgendein Typ rum und der malt dann, der macht dann die Definition für alle Tastaturen, die es so gibt, malt er danach, wie die aussehen. Aber er macht sich nicht die Mühe, ein Tool zu machen, was. Ne, es gibt ein Tool. Ja, okay. Das ist irgendwo bei XF dabei. Oder XOR. Krass. Den habe ich auch noch nie benutzt. Ich kenne auch niemanden, der das schon mal benutzt hat, deshalb sage ich, diese Config ist komplett sinnlos. Aber es gibt sie. Die definiert halt irgendwie, ja, die Key-Norm ist halt hier irgendwie bei 1818 und ich weiß nicht, was das alles ist, aber es ist halt einfach eine Liniendefinition so. Corner Radius haben sie sich in HTML5 dann abgeguckt. Ja, das kommt bestimmt von da. ja, genau. Aber das ist halt die Geometrie-Definition, die hat sonst keinen Zweck. Krass. Also bestimmt kann man die über die XLib irgendwie queryen, wenn man irgendwie Games damit machen will oder so, aber habe ich noch nie irgendwie. Das in der Praxis gesehen. So, das interessiert halt ein bisschen aus wie Dot-File. Also wie ein Dot. Es gibt XKB-Print. Ist das das Geometrie-Ding? Ja. 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 Also okay. Die GNOME und KDE-Desktops haben auch jeweils irgendwie so ein Tool. Ja, wobei ich nicht weiß, ob die die Geometrie-Definition benutzen.
Sollten sie, aber ob sie es tun, ist die andere Frage. Du musst irgendwie einen Haufen Dinge durch XKB-Print halten, damit sie funktionieren. Bin ich überrascht. Gut, dann gibt es was wirklich Spannendes, die Symbols-Definition. Die mappen jetzt quasi Keycodes, die sie hier vorne, unseren Tilde-Code, auf, was ist das eigentlich für eine Taste, was bedeutet die? Außerdem, am Anfang kann man noch so ein bisschen sagen, wie das quasi zusammengesetzt wird. Zum Beispiel habe ich hier eine Symboldefinition, das ist dieses Dvorak-Proc-Ding. Das definiert angeblich nur die Alphanumeric Keys neu. Das macht ein bisschen mehr, aber zum Beispiel enthält es keine Definition über den ganzen NumPad und so Kram. Das benutze ich halt einfach aus einem anderen Teil der Configs, die über RuleSpace irgendwie auch schon da reingemerged wurden. Weil ich die alle nicht geremapped habe. Deshalb ist es so, es gibt schon einen Grund, weshalb die das so komisch zusammenputzen. Halt, viele Keyboards sind an vielen Stellen ähnlich, aber irgendwo anders. Oder haben halt irgendwie subtilen Einzelkeys, Media-Keys oder was auch immer. Und was ist die Semantik von diesem Partial? Ich weiß nicht, ob es nur eine Annotation ist, aber es soll quasi irgendwem sagen, dass die Config, die jetzt folgt, keine vollständige Config ist, sondern quasi noch mit anderen Teilen zusammengemerged werden muss. Gibt es fest definierte Numeric Keys oder ist es auch nur frei? Also es ist ziemlich sicher, ich weiß es nicht, ich vermute sehr stark, dass es ein arbiträrer String ist. Okay. Und ich weiß gerade nicht, ehrlich gesagt, wo der... Konflikte gibt, naja, einfach, ja. Ich nehme an, auch um quasi zu... Naja, nur Konflikte weiß ich nicht. Wer weiß. Mysteriös. Ich würde eher erwarten, quasi um Alternativen korrekt zu auszuschließen. Okay. Also nicht wirklich Konflikte, sondern quasi um Prioritäten dann auch am Ende festzulegen. Wenn ich zum Beispiel eine Option sage, die sagt, ja, map mir irgendwie was um, map mir, keine Ahnung, meine Pfeiltasten auf Media oder so, was auch immer, dass der quasi versteht, ja, okay, den Alphanumeric Block habe ich jetzt weglassen und den anderen, der auch diese Cursor Keys mappt, den ignoriere ich jetzt oder so. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. So, und dann, das hier ist jetzt quasi der Name, der in Rule Space da bei diesem Import angegeben wurde. Das war immer ein Identifier und dann runden Klammern. Der Identifier, ich mache das mal auf. Ja. Nein, ich kann das nicht wirklich ändern. Also hier sowas zum Beispiel. Das bedeutet, importiere quasi das File Caps und da drin den Subconfig Shift Non Cancel. Oder hier wäre es halt, importiere aus der Dreflow den Subconfig Dorotproc. Da sind diese Namen. So, und dann, was passiert? Da gibt es irgendwie einen Namen, der ist aber komplett unnütz. Der wird bestimmt in irgendeiner GUI irgendwo angezeigt, wenn man dolle genug fragt. Im Prinzip kann man jetzt für jeden Key einen Type festlegen, aber ich bin sehr faul, deshalb haben alle meine Keys den Typ 8-Level Alphabetic. Wenn man sehr viele Dinge mappen will, ist das der Typ, den man haben will, denn dann hat jeder Key 8 verschiedene Symbole. Das ist die größtmögliche Anzahl, die in der Default Rule Space irgendwie vorgesehen ist. Ich habe gestern bei der Vorbereitung des Vortrags versucht, einen 16-Level Alphabetic zu definieren, bin aber gescheitert bei dem Versuch, quasi einen weißen Modifier-Key irgendwie wirklich zu benutzen. Ich weiß nicht, warum das genau nicht geklappt hat. Also ich konnte Keys definieren, die auch 16 Einträge hatten, das geht. Aber ich habe es nicht hinbekommen, quasi noch einen Modifier so zu machen, dass der auch wirklich korrekt Modifier benutzbar war, um da halt dahin zu shiften. Das hängt vielleicht auch mit der Tastatur zusammen, dass dieses halt einfach nicht sendet dann, oder? Nee, das denke ich nicht. Also ich habe sehr viele verschiedene Keys ausprobiert als nächsten Modifier. In NumLog zum Beispiel geht ja. Du kannst ja auch Log Modifier nehmen. Ich habe NumLog probiert, das hat das Problem nicht, dass ich Multi-Key-Presses nicht abfragen kann. Weil das ist ja ein Locking-Modifier. Und ich habe auch Windows probiert und ich habe Scroll-Lock probiert und so, also ja. Durchaus Dinge, die weit genug auseinander lagen. Wie auch immer, also 8-Level, wenn ihr einfach nur mehr Buchstaben haben wollt, ist 8-Level-Alphabetik plenty voll. So, also ich habe immer noch nicht alle Symbole verbraucht. Wie man hier sieht, ist noch jede Menge Void-Symbole da drin. Mhm. Ja, jedenfalls, wenn man sich das so konfiguriert, das ist quasi der vielleicht noch praxisnächste Hinweis, den ich in diesem Vortrag habe. Wenn ihr quasi mehr Symbole auf eure Tasten mappen wollt, setzt einfach euren Keytype auf Add-Level-Alphabetic und included die Configs, die sagen, welche Shift ist Level 3 und welcher Shift ist Level 5. Wieso die nicht Level 2 und 4 heißen, ist mir nicht so ganz klar. Das ist ein One-Based-Indexing in den Namen. Das ist super unpraktisch. Menü-Taste, so ein Scheiß. Du hast keine Menü-Taste? Nee. Ja, schade, dann kannst du leider Menü-Switch nicht benutzen. Aber du kannst, glaube ich, den rechten Controller so ummappen. Also da kann man viel Quatsch machen. Genau, ansonsten sage ich auch sehr include Caps Lock Swap Escape empfohlen. Das Swap Escape Key und Caps Lock, das ist für Vim-User total praktisch. Wobei ich über Claudia davon von einer noch schöneren Lösung gehört habe, und die habe ich noch nicht ausprobiert. Nämlich Caps Lock sowohl für Escape als auch für Compose? Nee, nicht Compose. Escape.
Ja, du kannst quasi Escape und Steuerung benutzen. Genau, wenn du halt es Compose, also wenn du es gleichzeitig drückst, kann es halt Control werden. Wenn du es einmal drückst, alleine, könnte es Escape werden. Das kann man wohl auch konfigurieren. Escape macht das. Escape? Okay. Ja, ist ein Tool, was genau diese Funktion in X erfüllt. Aber wie? Nein, also das kann man bestimmt in diese XKB-Definition reintun. Ach, da drin, weißt du? Sollte gehen. Also das ist ganz schön crazy, was man alles machen kann. Okay. Also die Modify-Definitionen sind halt auch alle, ich weiß nicht, ich glaube, das sehen wir gleich noch, sind auch alle gescriptet. Okay. Also es ist nichts fest. Was? So, jedenfalls, wenn man dann 8 Level definiert hat, dann kann man irgendwie fleißig losdefinieren. Dann kann man halt sagen, ja, wenn ich meine Taste drücke, auf der ich meine 9 haben möchte und ich habe kein Shift, dann ist das ein gleiches Zeichen. Wenn ich Shift drücke, ist eine 9. Wenn ich irgendwie, wenn ich dazu noch Menü drücke, dann passiert nichts. Wenn ich dann Menü und Shift drücke, auch nichts. Aber wenn ich irgendwie recht, also Alt-Grill und Menü drücke, dann kommen irgendwie fancy Unicode-Sachen. So, jede Unicode-Code-Point, der euch einfällt, den könnt ihr hier auch angeben. Das ist sehr praktisch. Dann kann man halt zum Beispiel irgendwie hier Menü und T macht mir einen, naja, Menü und meine T-Taste, die aber eigentlich eine Y-Taste ist, macht mir ein Yes-Checkmark. Moment, die zweite Spalte da drin in den Werten ist jetzt dann das Level 1? Nee, das hier ist quasi Level 1. Die erste Spalte ist Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, 6, 7, 8. Hast du dir tatsächlich die... Ja, hat er. Du hast dir die Nummern, Sind auf nicht Shift. Numerischer Reihenfolge gemappt. Das Dvorak Standard, ja. Okay. Das ist super praktisch. Das ist nicht Dvorak Standard, das ist ein Standard-Level, das ist nicht mit drin, wenn du nur Dvorak nimmst. Das ist bei den Programmers Dvorak mit reingefallen, aber es ist echt praktisch, weil du brauchst halt 0 und 1 unendlich viel häufiger als 7. Ja. Ja. Es gibt keinen Grund, warum 0 und 1 irgendwie außen sind bei den kleinen Fingern, das ist gar nicht praktisch. Und seitdem ich das gemacht habe, kann ich auch die Nummern blind tippen, das konnte ich früher nicht. Weil sie, weiß ich nicht, irgendwie einmal vernünftig angeordnet waren. Naja, aber ja, und ich habe die Symbole halt auch, ich habe die Symbole ohne Shift, die Nummer mit Shift, weil man Klammern einfach häufiger braucht als Ziffern. Ja. Genau, und dann habe ich irgendwann angefangen, noch allgemeinen Quatsch zu mappen, weil ich in Edimas erlaubt hatte, beliebige Unicode-Dinge für Funktionen zu benutzen, dann brauchte ich einfach mehr Symbole und kann jetzt unnützen Kram tippen. Ja. Du hast da irgendwie gesagt, Level 5. Also den Key AE01 hast du irgendwie Level 5 irgendwas zugeordnet, oder? Genau, also warte mal, Level 1, 2, 3, 4, 5, genau, ASCII ist Circumflex. Genau, in der vorletzten Zeile legst du dann Shift auf Level 5. Überschreibt das dann was, oder? Nee, dieses ist die, also da ist eine Definition, die müsste auch in Symbol sein, ich kann nicht mal gucken. User Share X11. Oh, warte mal, ich fällt es sogar direkt die nächste Slide quasi. Genau, also hier zum Beispiel, ich hatte eben diese Zeile Level, meinetwegen Level 3 im Menü-Switch. Dann gibt es in UserShare X11XKB-Symbols eine Datei, die heißt Level 3. Darin gibt es so eine Subdefinition Menü-Switch. Und die sagt jetzt, der Menü-Key, der auch irgendein Keycode gealiast hat, hat folgenden Typ, nämlich nur One-Level. Es ist egal, welche Modifier ich noch mit meinem Menü-Key gedrückt habe. Und wie ich ihn hier gedrückt habe, hatte diese Bedeutung ISO Level 3 Shift. Mhm. Und wiederum irgendwo anders steht dann wiederum, dass der Keycode ISO Level 3 Shift quasi mein Level tatsächlich shiftet. Mhm. Der Vorteil ist, wenn man diese Includes benutzt, okay, dass quasi dieses ganze Naming, was da gerade noch, da kommt ja dann wieder die Definition, was ist ISO Level 3 Shift und so. Ja. Und diese Definitionen sind quasi schon da und man kann sie halt durch diese Include einfach reinziehen, anstatt sich nochmal von Hand drum kümmern zu müssen. Okay. Aber ich könnte hier zum Beispiel auch, ich glaube, es gibt auch ein Level 3 R-Alt Switch. Dann habe ich halt Level 3 auf R-Alt. Ich weiß nicht, ob es gab irgendeinen Grund, weshalb ich es so rum hatte. Wahrscheinlich gibt es irgendwie in der Nicht-Menü auf Level 3 oder R-Alt nicht auf Level. Ja, andersrum. Entweder Menü nicht auf Level 5 oder R-Alt nicht auf Level 3 oder so. Sense. Naja. Genau, dann könnt ihr hier. Und wie kommst du jetzt zu Level 8? Ich drücke Shift-Menü Alt-Grill und meinen Buchstaben. Und wo steht das, was Level 8 ist? Hm, was? Wo steht, dass diese Kombination zu Level 8 führt? Naja, in der Base Layer steht irgendwo, dass Shift quasi Level 1, also Level 2 macht. Nee, jetzt müsst ihr Level 1 dazu addiert quasi. Hier steht in der Dings, die wir gerade gesehen haben, dass der Menü-Key ISO Level 3 Shift macht. Und irgendwo anders in dieser Config hier steht, dass der rechte Alt-Key Level 5 Shift macht. Ah, okay, dann wird es addiert. Okay. Genau, dann wird es addiert. Und dann renne ich in diesem riesigen Array hier rum. Warum? Das ist die ganze Zeit. So. Genau, hier ist zum Beispiel die Definition, was ich gerade sagte mit dem Menü-Key. Und dann die inkluden wiederum ein Modifier-Mapping, damit da steht dann irgendwie dran, ja, alles mögliche, wie das quasi der Modifier irgendwie weiter verwurstet wird. Du könntest das mal angucken, aus Spaß. User Share.
XKB Symbols Level 3. Also du kannst auf den Text gehen in der Datei und GF drücken und schon. Ja, das kann ich. Aber nicht, wenn ich der keinen kompletten Pfad drin habe, oder? So, das ist ein absoluter Pfad. Ja, nein. Wenn, ja. Ja, hier ist zum Beispiel noch so ein Mapping und ich bin mir nicht ganz sicher, was, ob das eine semantische Bedeutung hat oder nur in dem X-Event am Ende drin steht für Programme, die jetzt versuchen, aus dem X-Event wieder rauszuparsen, dass quasi der Modifier 5 gemeint ist. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber was hindert dich jetzt nochmal daran, eine weitere Modifier-Gruppe aufzumachen? Dass ich nicht ganz verstanden habe, wo quasi der was ich tun muss, um einen echt funktionierenden Modifier zu machen. Also ich habe verstanden, wo ich quasi definiere, wie viele Level in einen Key-Typ reingehören. So, das ISO-Level Mirb-Shift fehlt. Ja, genau, ich verstehe. Also genau, es gibt kein Evil-Level 9-Shift, so, den gibt es nicht. Aber ich konnte quasi einen My-Shift definieren, komplett frei. Das ist auch nur ein String. Beziehungsweise ich kann einfach irgendein anderes Key-Symbol missbrauchen, was es schon gibt. Aber das tut dann nichts. Genau, das tut nicht alles jedenfalls. So. Okay. Es wird irgendwie, also es gibt zum Beispiel ein Key-Symbol, das heißt irgendwie Hyper-L. Mein Keyboard hat keinen Hyper-Key, von daher könnte ich den benutzen. Und das landet auch irgendwie in meinem X-Event drin. Aber ich habe es nicht hinbekommen, das wieder quasi korrekt in einen Modifier zu machen. Und irgendwo ist es dann zerbrochen. So. Ich weiß nicht ganz wo. Musst du einen Typen finden, der auch die Geometries alle aufschreibt. Ja, genau. Ich muss den Typen finden, wer diese Datei geschrieben hat. So. Aber vielleicht muss ich wirklich einfach die Git-Logs angucken. Wenn der noch lebt. Naja, man weiß es nicht. Hoffentlich. Sonst haben wir aber keinen neuen Tastatur-Support mehr. Ja, genau. Hier ist zum Beispiel quasi einmal so eine Zeile aufgeschlüsselt, aber das hatte ich gerade schon eigentlich erzählt. Shift ist halt irgendwie neu, Menü ist halt alles nicht definiert und ja, wenn man sehr viele Finger benutzt, dann kann man halt auch crazy Unicode tippen. Habe ich noch einen neuen? Nein, habe ich nicht. Genau, und hier ist nochmal so ein allgemeiner Dump. Das ist jetzt quasi das, was aus diesem Anfangsbefehl, den ich gesagt habe, wo man alles dumpen kann, rausgefallen ist. Das ist jetzt quasi das Merge von dem X386 Keycodes plus irgendwie QWERTY-Aliasse. Ist halt hier ganz viel Aliasing. Hier ist irgendwie die Definition, welche LEDs ich auf meiner Tastatur habe, die man auch noch an- und ausschalten kann. Denn das ist auch Teil von XKB-Config. Genau, hier ist die Liste von allen Modifiern, die es quasi irgendwie theoretisch vielleicht gibt. Ja, das ist schön, das inkludiert sogar nochmal Experiment mehr in Level 9 zu definieren. Dann quasi alle Keytypen, die es gibt. Die auch nicht alle benutzt werden von dem Layout. Es gibt irgendwie Local 8 Level, das ist der Standard 8 Level, die habe ich nicht geschrieben, die Config quasi, also die Definition. Und das hier ist mein Versuch, ein 60-Level-Alphabetic zu machen. Das funktioniert, also diesen Teil konnte ich parsen. Und hier siehst du, habe ich nur Zeile 21. Da habe ich schon versucht, einen Numlock zu benutzen, statt meinen Level 9. Ah, ja. Weil ich mir sicher gehe, genau, weil ein Numlock ist halt ein Locking-Modifier. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass meine Hardware es auf jeden Fall nicht auflösen kann. Und diesen Teil wollte XKB-Comp auch noch kompilieren. Hier hinten fehlten so ein paar Namen. Es gibt irgendwie, diese Identifier habe ich nicht definierbar gefunden, Level 7, Level 8. Vielleicht ist das das Problem. Aber die Integer, die hinten dran stehen, die wollte er, das war kein Problem. Ja, die haben auch irgendwie Namen, aber naja. Ja, da kommen jetzt unendlich viele Key-Typen. Dann gibt es nochmal ein Compatibility-Config. Die kann unglaublich viele Dinge wieder umstellen. Da steht zum Beispiel drin, was ISO 3 Level Shift eigentlich macht. ISO Level 3. Da steht, wenn ich irgendwie ISO 3 Level 3 Shift und irgendein anderes gedrückt habe, dann ist der Virtual Modifier, der da irgendwie betroffen ist, Level 3. Oh, krass. Das hier weiß ich nicht, was es genau bedeutet. Und dann mache ich Set Mods irgendwie, Modifiers ist halt jetzt Level 3 und die anderen Locks werden alle geklärt. Aber das Any of und Exactly das sind bekannte. Also ich glaube, dieses ist quasi, das ist ein Identifier, denke ich. Also der irgendwie quasi irgendwo aufgelöst wird. Okay. Wobei, Action ist ein bisschen crazy. Ich habe nämlich, als ich dann meinen Vortrag vorbereiten wollte, habe ich mir gedacht, ja, okay, ist ja alles ganz einfach hier. Da kann man ja das klicken wie Latch Mods und Set Mods und Modifier locken und latchen und setten und resetten und so. Ja, und dann gibt es hier irgendwie Private. So. So. Jo. Und die Doku sagt dazu, ja, das ist halt, damit man halt Private Events machen kann. Mhm.
Und der Source von XKB kommt, sagt, ja, das ist so ein Private-Ding, das wird halt irgendwie durchgereicht. und ja, genau, das ist halt irgendwie, wenn du diesen Key-Symbol gefunden hast und irgendwas, wenn du irgendwas anderes oder auch nichts gedrückt hast, dann kannst du es irgendwie repeaten und es wird dieser crazy private Event von dem Typ 86. Und ich habe keine Ahnung, was 86 ist. X86. Ja, fürchte ich. Also ich habe dann natürlich gegrabt, was es quasi, wo das überhaupt auftaucht. Und es gibt ein X-Event-Typ private. Nein, es gibt, also das ist quasi ein... Also dieses private macht, dass ich quasi einen beliebigen Event limite, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Problem ist, 86 ist in der einzigen Tabelle, die ich gefunden habe, im Source von einem X-Server, die irgendwie damit in Zusammenhang steht, wiederum private type. It's private all the way down. Ja, genau. Und dieses hier rechts ist ein ASCII-String, den können wir auch gleich nochmal finden. Dann ISO Level 5? Genau, den benutze ich ja, den ISO Level 5. Das ist mein Menü-Key. Mein Menü-Key hat die Semantik ISO Level 5 und es fehlt quasi ISO Level 9. Aber das ist ein Key-Symbol, das gibt es nicht, aber du kannst halt Hyper-L oder so benutzen. Hyper-L. Also hier habe ich zum Beispiel meinen Versuch, Scrolllock als Hyper-L zu benutzen. Und Hyper-L ist halt irgendwie, genau, würde halt Level 9 mappen und irgendwie Dinge machen so. Aber das passiert irgendwie nicht so richtig. Also die Config hier frisst der, aber es macht halt irgendwie nicht so. Und oben das Numlock-Mapping shiftet halt auch nicht in die anderen Planes. Und das ist eigentlich schon falsch, das muss mindestens gehen. Weil Numlock funktioniert ja bekanntlichermaßen auf dem Keypad, also das habe ich sogar getestet. Genau, aber dieses Combat Layer macht halt einfach nochmal so alles irgendwie. Und da drin ist wohl auch irgendwie dieses Mouse Simulation drin implementiert. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber man kann irgendwie konfigurieren, dass wenn man mit Shift Numlock oder so drückt, dass dann das Keypad rechts den Mauszeiger steuert. Mhm. Und ich glaube, das ist hier die Implementierung davon. Weiß ich, warum Windows abgekommen? Ja, hier Move Pointer und so. Wo auch immer ich meine F31-Taste hernehme. Ja, ganz weit rechts. Ganz weit rechts gedrückt. ja, bla 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 bla. Hier sind noch mehr Private-Dinger. Die hatten wir vorhin so. Und dann ist jetzt quasi die Symbols-Config. Das ist im Wesentlichen quasi wieder der Dump von dem, was ich in den Dvorak-Proc spezifiziert habe. Mit dem Merge von irgendwelchen Includes. Genau, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Teil hier quasi noch irgendwie fehlte für mein Scrolllock-Numlock-Experiment. Aber das erklärt trotzdem nicht, warum Numlock nicht geht, finde ich. Aber, naja, wie gesagt, da endet mein Verständnis. Und hier ist nochmal die Geometriedefinition, die halt, und dann ist die auch geladen wird. Ja, die ist da. Also die mit Font. Ja, pro Label. Ja, kann auch sein, dass das unterschiedlich bedruckt ist. Es gibt eine Buchstaben große, ne? Ja. Aber gibt's wirklich. Wenn du irgendwie so vier Zeichen auf einer Taste hast, hier zum Beispiel die kleinen, die unten rechts sind. Ach ja, 89, 59, 1. Ach, deswegen, top left und width und height. Naja, das alles, kannst du alles machen, ne? Ja, also wenn ihr eure Keyboards umkonfigurieren wollt, that's how. Hast du XKB drin? Ah. Wuhu! Oh, warte mal, vielleicht kann ich das einfach... Die Geometry-File einfach, oder? Ich denke, das hier muss ich... Oh nee, Geometry. Du musst so eine magische Sequenz an Pipes machen. Aha. Ja, zumindest sagt das das Internet. XKB-Print gibt dann übrigens PostScript aus. Natürlich. Macht ein PostScript. Aber warte mal, dann gibt es das auch schon. Gibt es da irgendwie Examples? Print your keyboard at full size. Natürlich. Level 1 Post kann also es auch, das Input ist Input File klingt doch eigentlich, als würde er das Richtige machen, wenn man ihm eine Geometry File ist. Ja, aber was ist denn ein Geometry File? Ja, die unter Geometry liegt. Ja, aber das sind diese Config-Dinger mit den Varianten drin und so, das ist ja nicht Sende spezifiziert. Wieso? Also, du musst. Ich meine, da sind doch auch. Guck mal, da sind Group und Level 1 Level 2. XKB Map, dann das Layout, das du anzeigen willst. Afro zum Beispiel, minus Print, Pipe, XKW-Comp. Das ist kompilieren, was ist das? XKW-Comp. Strich, Strich. Ja. Nee, mit Leerzeichen dazwischen. Was? Nächste Pipe. Was? Lies von Stinger. Das ist.
Das ist die Binärdefinition von einem Keyboard-Ding. Also XKB-Compiler ist X-Keyboard-Compiler. Okay. Das Ding frisst die Config, die wir gerade gesehen haben, und erzeugt daraus eine Binärrepräsentation, die dann durch das X11-Protokoll in den Server geschickt wird. Das weiß ich zufällig aus meinen Recherchen von dem, was ich hier erzählt habe. Und jetzt musst du XKB printen, dann kriegst du ein Postscript. Das Minus Minus heißt dann wahrscheinlich nimm von Standard In und schreibe Ende der Optionen und liest aus Datei Standard In, genau. Ja, das ist die XKB. Da ist mehr rausgekommen. Gib mir noch eine Output-Datei dahinter. Hier ist auch nochmal Strich Strich. Nee, das ist doch ein Fehler in... Also mehrere Fehler, ja. Was? Strich Strich? Ja, Strich Strich. Du willst auch wieder von Standard In lesen. Machen wir mal so. Option. Und Enter. Und das ist jetzt über dieses Postscript. Quasi so, ja. Valide. Aber Keyboard. Jo. Und es ist natürlich auch nicht richtig. Also mein Keyboard sieht anders aus. Aber das kannst du auch nicht wissen. Ich lüge ja auch in meiner Config, weil es mir egal ist. Ja, okay. Crazy. Jo. Wow. Und du hast den Font nicht. Das auch. Und kannst du jetzt zum Beispiel auch ein australisches Keyboard-Layout anzeigen, rendern lassen. Ja, genau. Nur auf dem Kopf. Ja, gibt es noch Fragen? Du hast ja mal mit Gestenerkennung rumgespielt. Hast du schon mal irgendwie virtuelle Tasten hinzugefügt für dein Layout? Nee, habe ich noch nie. Ich weiß auch nicht, oder was ich auch noch nicht ausprobiert habe, aber was ich auch spannend finde, ist, ob man in der XOR-Config es schaffen kann, ein zweites USB-Keyboard mit einem anderen Mapping zu definieren. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja. Warum nicht? Der fragt, du hast doch vorhin gesagt, wenn man mehrere hat. Ja, naja, also, man die Input, das ist die Standard-Use-Case. Also gibt es tatsächlich Leute, die das machen. Das ist cool, dann kann man das ja noch deutlich nehmen. Moment, Standard-Use-Case? Was ist der Standard-Use-Case? Eine Orgel. Ja, also, genau. Im Gegensatz zu Windows funktioniert das unter Linux tatsächlich einfach so. Also unter Windows musst du tatsächlich dich ziemlich verrenken und ein Programm installieren, das dann irgendwie dein zweites Keyboard mit Makro-Keys mappt. Tatsächlich ist das für Programmieren gar nicht so wahnsinnig interessant, weil wir brauchen also so viele Shortcuts. APL. Die Programmiersprache, die ganzen mathematischen Symbole benutzt, statt normale Zeichen. Es gibt extra APL-Keyboards, also gab es. Für die meisten Anwendungsfälle ist es nicht so relevant. Interessant ist es für Sachen wie zum Beispiel Videos schneiden, wo du einfach unglaubliche Mengen an Makros brauchst. Es gibt irgendwie so ein 4-Stunden-Video von einem der Videoeditoren von Linus Tech Tips, wo er einfach seine gesamte Konfiguration zeigt. Und es war schon ganz schön abgefahren, wie tief das ist. Der Typ hat auch 2 Keyboards und mehrere Multitastenmodule und eigentlich hätte er noch gerne mehr Tasten. Aber man kann es konfigurieren. Wunderbar. Und es gibt auch noch, das habe ich noch nicht gezeigt, eine Datei, die man sich anlegen kann. X-Compose, die gibt es bei mir aus gutem Grund nicht. Ja genau, wo ist der Compose-Key? Das wäre noch meine nächste Folge. Genau, also ich habe tatsächlich Compose im XKB mit drin. Also ich habe keinen dedizierten Compose-Key bei mir momentan, weil ich habe halt genügend Level. Aber das Doofe ist, mit XKB kann man nicht mehrere Key-Events emitten für eine Taste. Das geht wohl nicht, also das ist nicht vorgesehen. Aber Compose kann das. Genau, aber X-Compose kann das, außer man benutzt das GTK-Toolkit. Da muss man extra Module laden. Und diese, also das wird quasi auf Client-Seite dann getan. Also hinter dem X-Server quasi in der Applikation. Da kann man sich noch hier /.xcompose. Es gibt auch dafür aber Standarddefinitionen, die in der XKB-Conf irgendwo mit drin sind. Da kann man jetzt reinschreiben, wenn man quasi, also die eigentliche Idee ist, dass man das benutzt, um zum Beispiel Compose-Key, Doppelpunkt und A auf Add zu mappen. Man kann es aber auch auf, keine Ahnung, Compose-Key, Shrug auf Unicode-Emoji, Shrug mappen, so, um halt mehrere Zeichen hintereinander eingeben zu können. Hast du einen Curl oder einen Browser da? Ich hätte da eine in meinen .files eine X-Compose, wo man das... Curl habe ich. https://github.com/.files ich habe das irgendwie falsch. kommt jetzt erst Blob oder erst Master? Nee, Raw. /master/.xcompose. Das müsste doch gehen, oder? Ja, aber nur mit Internet. Okay, gut. Na gut, dann geht's. Tipp. Ja. Das heißt, xcompose wird vom Client geladen und nicht vom Server?
Ja, es wird sowieso ziemlich viel vom Client geladen in Wirklichkeit. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was der X-Server davon überhaupt macht oder ob nicht ein Großteil quasi nur vom X-Server durchgereicht wird. Also ich habe ja mal so ein bisschen XF-Programmierung gemacht und es ist unglaublich schwierig, von einem Key-Event an den String zu kommen. So, wo man denken würde, keine Ahnung, ich bin mit dem Server connected, so jetzt kommt ein A. Das hatte ich, war so mein, weiß ich nicht, mein naives Weltbild. Aber in Wirklichkeit kommt so ein Key-Event und mit dem gehst du wieder das X-Lib und sagst so, ja, hallo, könntest du vielleicht bitte mir irgendwie sagen, was das so als String wäre? Und weil man halt auch andere Sachen fragen kann, nicht nur was das als String ist. Es ist halt interessant dazu mal zu lesen, wie Wayland das macht. Es gibt da bestimmt ein Input-Protokoll für, hier sind irgendwie Key-Events, die reinkommen. Mhm. Und da steht wahrscheinlich drin, was du für Wayland dafür tun musstest, damit es bei dir als Client ordentlich ankommt. Mhm. Das heißt, wenn ich per SSH einen Client von Remote öffne, dann wird die X-Compose-Map vom Remote-Host verwendet und nicht die von mir lokal. Minus L, Köln, Minus Groß L. Nein, dein Terminal geht einmal zu xlib und fragt, welches denn dieser Keycode ist und dann nimmt das Terminal... Nein, wenn ich per SSH X-Forwarding machst. Ja. Achso, ja, wahrscheinlich schon. Wenn, was machst du? Wenn ich X-Forwarding mit SSH mache, wird dann die .xcompose-Datei vom Remote Host verwendet. Ist ja ganz schön abgefuckt. Nee, oh, das brauche ich! Ja, irgendwo ist das falsch. Vor allem das Flip-Table und das Brain. Jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie eine GTK-Applikation benutze, dann beschwert sie sich, dass ich keine Multi-Mapping-Dinge mit mehr als 4 Characters oder so laden kann. Und habe ich das von dir oder hast du das von mir? Ich habe exakt dasselbe in meiner X-Compose-Datei. Vor allem Table-Flop. Spezifisch daran erinnern, dass das so ist. Kann sein, dass es und why you know? Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass das aber es sind zwei verschiedene. Ja, und jetzt ist Spaces natürlich für, falls man mal richtiges, typografische, korrektes Dinge setzen würde. Und so. Genau. Jetzt weiß ich, wo du die alle herhattest, als du unsere RST-Dateien gefixt hattest. Genau. Das sind die falschen Spaces. Ja, das ist quasi die EV mit einem mehr als halb Space. Ja, das ist quasi die Auswahl, ob man Coding macht, dann muss man es im Level-Kram machen, in XKB, oder quasi der Reihe nach tippen will, dann ist das hier the way. Kein Recycling-Symbol. Hast du EMQ und ENQ extra falsch schon gemeldet? Hast du EMQ und ENQ extra falsch schon gemeldet? Oder der Kommentar ist falsch. Das können wir nicht hier sehen im Monospace von. Oh, Rui muss alle seine Dokumente überarbeiten. Oh, Joker. Damn. Oh, Snap. N? Gute Frage. Quads. Quadspace. Das ist ein Viertel von einer. Von einem M oder ein N, je nachdem. Keine Weise, ist das ein Badewannen? Ist im Monospace natürlich alles ziemlich wichtig. Ja, super. Ich bin das gerade der übersichtlichen Monospace von. Ja, ich sehe Space, okay. Die Kästchen da weiter unten sind. Aber der Zero, das Space ist Zero, so. Wird, ne? Ja, crazy. Das stimmt, ja. Vim macht auch, ich weiß nicht, ob das X-Files macht, aber Vim macht auch so Composing. Ich habe Binary Space, wenn es also bei Wayland Zero-Width-Zeichen gibt. Ja? Also, bei Wayland kriegst du als Client tatsächlich einfach so den Keycode. Den Keycode, ja genau, dann darfst du jetzt auflösen gehen. Genau, ich glaube, das ist bei XF einfach dasselbe. Ja. Bei XOR. Ja, aber das macht dann das. Also ja, das dann. Dein Toolkit auch wieder zur XLIP und fragen, ja. Ja. Spannende Special Case, zum Beispiel Chromium. Chromium benutzt nicht die .xcompose. .file, aber irgendeine andere auf dem Haus, System. Also da sind meine eigenen Sachen nicht drin, aber bekloppter Kram, der in Debian Standard Ding drin ist, ist drin. Aber die Debian Standard Datei zu modifizieren hat auch nicht den gewünschten Erfolg. Ich weiß nicht, woher das Ding sein X-Compose lädt. Das ist wahrscheinlich mit Chromium geschippt als Part des Binary. Das wäre jetzt nicht verwunderlich. Aber da sind Sachen wie CCCP drin und so. Würde mich wundern, wenn das mitgeschippt wäre. Ansonsten, also wer gelegentlich Bedarf an den Crazy-Zeichen hat, es gibt auch wiederum in den meisten Editoren Möglichkeiten, so Composing im Editor zu machen. Also bei Vim weiß ich, ist es STRG-K und bei Emacs weiß ich, Emanto ist bestimmt, da ist es. Was? Compose-Key im Editor. So, wenn du Zeichen tippen willst, die nicht composable sind, aber der Editor kann dir composen. Ja, du kannst einfach Unicode-Input machen. Ja, das auch. Okay. Ja.
Ja. Genau, du brauchst halt keinen Kompost. Aber es gibt ein extra Digraph-Feature in Vim, das wird es doch wohl auch in Emacs geben. Ich wollte ja sagen. Tollerweise ist die Digraph-Map komplett unterschiedlich zur X-Compose-Map. Ja, dieser Default-Digraph-Map finde ich auch völlig unübersichtlich. Ja, da ist es auch Quotes und O für einen Ö statt Doppelpunkt und O für einen Ö. Ja. Aber man kann auch Steuerung V-U drücken, wenn man Unicode braucht. Oder Steuerung V groß, wenn man sehr viele Unicode-Digits angeben muss. Oh, weil man crazy Unicode haben will. Ich meine, kann ja sein, dass man das braucht. Wenn man zum Beispiel Pile of Poo tippen will, dann geht das nicht so einfach. Aber es geht. Also ich habe jetzt zumindest kein Bind für Compose gefunden, aber es kann auch sein, dass es per Default nicht gebindet ist. Es gibt dazwischen natürlich dann auch immer noch die zusätzliche Ebene von iBus zum Beispiel oder Skim, wie es früher hieß. Was nochmal Input Method Editor irgendwie dazwischen macht. Oh, yeah. Falls man so chinesische Zeichen oder so eingeben will oder irgendwie sowas per Umschreibung. Mhm. Und da gibt es auch Plugins dafür, die halt so Unicode, Smileys und Emojis machen. Oder Handschriften erkennen. Hauptsache, du hast den Pile of Poo Emoji da tatsächlich drin, ne? Ja. Compose Poo. Ja. Ja, wenn man das in GitHub aufmacht, dann hat man auch eine Font, die alle unterstützt. Ist das nicht? Ja, in Emacs ist so ein Composed EL enthalten. Damit kann man so Dinge tun. SetGUI-Font heißt es, oder? Ah ja, das kann sein. Top. Oh ja, Sans, normale Sans-Font auf Monospace gerendert, sieht gut aus. Total gut. Aber es ist, also, ist aber irgendwie Advanced kaputt, oder? Also was ist denn da los? Das ist einfach nur markiert gehabt, oder? Für Sans empfehle ich dann Source Code, Source Sans Pro zu installieren. Es gibt ja nicht nur Source Code Pro, es gibt auch Source Sans Pro. Das ist dann die Adobe Font für Sans. Aber es muss doch irgendwie ein Unicode Font geben. Das ist bei mir die Default Font. Funktioniert ziemlich gut und ist ziemlich lieber. Ich finde sehr gut, die beiden. Wie heißt der Source? Symbol. Source Sans Pro. Aber die hast du wahrscheinlich nicht installiert. Nee, wahrscheinlich nicht. Nicht dabei. Du kannst aber einfach runterladen und dann in .fonts und dann fc-catch minus Ich will nicht. Ich Noto könntest du auch probieren. Ja, Noto hat eine gute Unterstützung. Wo Noto? Bei N. Unter N. Okay, ja. Noto zum Beispiel. Nicht Kai. Ja, also, guck mal, sie kann so viel. Wahrscheinlich haben die alle definiert, du musst nur eine Noto Sans. Gut, okay. Na, mit dem Mauszeiger ist super schnell im Vergleich zu den. Ja, nicht so gut. Nope. Ja, Pile of Poo ist nicht supported, aber hier ist Smiley's nicht supported. Aber die sehen immerhin gut aus. Ja. Ach ja. Nein, wunderbar. Wieso hier. Hast du zwei Slashes rechts? Ich dachte, das muss nur einer sein. Ja. Escape Backslash. Was? Nee, was? Ja, bestimmt Escape Backslash, oder? Ah ja, das kann sein. Ja, gut. Ansonsten hast du einen escapeden Oberarm. Das ist auch komisch. Nee, sind Ende und Speicher. Also, ich will diese X-Compose-Datei haben. Ja. Ich klicke auf diesen Raw-Link. Und dann kann ich auch für den Raw machen. Ja, ich glaube schon, wenn es keine Fragen mehr so gut im Kram gibt.